Im Kapitel Anfrageoptimierung betrachten wir eine Anfrage, die im System ankommt. Wir möchten jetzt versuchen, anhand von zuerst einmal einer regelbasierten Optimierung diese Anfrage in der Ausführung günstiger zu machen. Das heißt, wir werden hier diese Äquivalenzregeln, die wir im Abschnitt über relationale Algebra kennengelernt haben, anwenden, um eben günstigere Pläne zu generieren. Ein Beispiel solch einer SQL-Anfrage ist hier auf der linken Seite gegeben. Wir sehen, das ist eine recht komplexe Anfrage. Wir haben hier vier beteiligte Relationen: Studenten, Hörer, Vorlesungen und Professoren. Und wie man hier unschwer erkennen kann, möchten wir hier alle Semester sehen, also alle unterschiedlichen Semester von den Studierenden, die bei Herrn Sokrates mal eine Vorlesung gehört haben. Die Übersetzung, die naive Übersetzung, sieht wie folgt aus. Wir haben hier einen Anfrageplan, der eben aus diesen Operatoren der relationalen Algebra besteht. Und wir sehen, dass wir hier eine große Konjunktion haben von diesen einzelnen Prädikaten, die hier in der Wehrklausel auf der linken Seite eben dargestellt sind. Wir sehen auch, dass die Übersetzung hier in dem Sinne naiv ist, dass wir hier die einzelnen Relationen nehmen und die mit einem Kreuzprodukt verbinden oder mit drei Kreuzprodukten sukzessive verbinden. Natürlich verstehen wir als Menschen, wenn wir hier drauf schauen, schon, dass man hier kein Kreuzprodukt berechnen würde, sondern das ist ein typisches Beispiel für einen Join zwischen diesen einzelnen Relationen. Aber die einfache Übersetzung wäre eben wie folgt: diese einzelnen Relationen aus dem From-Statement mittels Kreuzprodukten zu verknüpfen. Dann würde man hergehen und versuchen, diesen Plan zu verbessern. Und eine Verbesserung ist natürlich, diese Kreuzprodukte in Join-Operatoren umzuformen, weil Kreuzprodukte sehr teuer sind in der Berechnung und Joins je nach Join-Prädikat eben viel günstiger sein können. Das heißt, wir werden eine Menge von Regeln betrachten, die sogenannte regelbasierte Optimierung, die vorgibt, wie man schrittweise so eine Anfrage verbessern kann. Schritt 1, Aufbrechen von Selektion. Das war auch, glaube ich, eine von den ersten Regeln, die wir kennengelernt haben in den Äquivalenzregeln zur relationalen Algebra, wo wir gesagt haben, wir haben eine Selektion mit Prädikaten P1, Konjunktion P2 und so weiter. Das können wir aufsplitten in eine Selektion mit P1 über eine Selektion mit P2 und so weiter, obwohl die Reihenfolge natürlich keine Rolle spielt. Das ist genau der erste Schritt von dieser regelbasierten Optimierung, das Aufbrechen von Selektionen. Also wir haben so eine Kaskade von Selektionen dann. Diese versuchen wir möglichst weit nach unten zu schieben, aus zwei Gründen. Zum einen möchten wir im nächsten Schritt Selektionen und Kreuzprodukte, wenn möglich, zu Joins zusammenfassen. Generell ist aber das Runterschieben von diesen Selektionen immer gut, weil sich dann die Anzahl der Tupel, die verarbeitet werden müssen, reduziert. Punkt 3, wie gesagt, das Zusammenfassen von Selektionen und Kreuzprodukten zu Joins. Und dann haben wir gesehen im Abschnitt über relationale Algebra, dass Joins kommutativ und assoziativ sind. Das heißt, wir können die Reihenfolge der Joins ändern. Und wir möchten das so ändern, dass möglichst kleine Zwischenergebnisse entstehen. Dafür brauchen wir natürlich Kenntnisse über irgendwelche Attributverteilungen, dazu später mehr. Punkt 5, Einfügen von Projektionen. Unter Umständen ist das sinnvoll. Insbesondere muss man aufpassen, dass man hier keine Duplikateliminierung einführt, die eben auch sehr teuer sein kann oder ist. Diese Projektionen, die man einführt, sollten auch möglichst weit nach unten geschoben werden, aber eben unter Berücksichtigung, dass wir keine Projektionen, keine Duplikateliminierung hier verursachen möchten. Um zu verstehen, was erlaubt ist in diesen Regeln oder dieser regelbasierten Optimierung, kommen eben genau die Äquivalenzregeln zum Einsatz, die wir schon kennengelernt haben. Für unser Beispiel sieht das wie folgt aus. Wir haben hier die Übersetzung, die naive Übersetzung in diesen Anfrageplan auf der rechten Seite. Wir gehen dann her und teilen diese Selektion auf in eine ganze Kaskade von Selektionsoperatoren. Das erlaubt ja diese Äquivalenz.
Dann im nächsten Schritt versuchen wir, diese Selektionsprädikate möglichst weit nach unten zu schieben. Wir sehen hier, das klappt natürlich wunderbar mit dem Prädikat, dass wir nur die Tupel aus der Professorentabelle haben möchten, wo der Name gleich Sokrates ist. Ja, wenn es nur einen Dozenten gibt mit Namen Sokrates, dann haben wir hier nur ein Tupel, was hier rauskommt. Das ist natürlich super. Ja, wenn es hier 1000 Professoren gäbe, hätte man hier 1000 Tupel im Kreuzprodukt drin und hier haben wir nur eins. Das ist natürlich eine riesige Verbesserung. Wir haben aber die Selektionsprädikate oder die Selektionen auch nach unten geschoben, um eben Selektionen und Kreuzprodukte, falls möglich, zu Joins zusammenzufassen. Wir haben hier die Relation Studenten und Hören und das Kreuzprodukt berechnet alle möglichen Kombinationen. Natürlich machen nicht alle Kombinationen Sinn, sondern nur die machen Sinn, in unserem Beispiel, wo die Matrikelnummer der Studenten oder der Studentin übereinstimmt mit der Matrikelnummer aus dem höheren Tupel. Das ist natürlich ein ganz normaler Join, ein Equi-Join, in dem Fall sogar ein natürlicher Join, weil hier das Attribut Matrikelnummer in beiden Relationen gleich benannt ist. Dass wir könnten dieses Kreuzprodukt umformen zu einem Join. Gleiches gilt hier und hier. Hier oben sehen wir, dass es sich hier nicht um einen natürlichen Join handelt, sondern nur in Anführungsstrichen um einen Equi-Join. Dennoch hat auch der Equi-Join den Vorteil, dass man ihn im Allgemeinen sehr effizient ausführen kann im Vergleich zu einem Kreuzprodukt. Also wir fügen diese Operatoren nun ein. Wir haben jetzt hier Join-Operatoren. Wir werden hier nicht eingehen darauf, wie diese implementiert sind, diese Join-Operatoren. Man hofft nur hier, dass man eine effizientere Implementierung hat im Vergleich zu den Kosten, die ein Kreuzprodukt verursachen würde. Das ist nicht immer ganz richtig, dass Joins billiger sind. Je nachdem, wie das Prädikat aussieht oder die Daten aussehen, kann der Join auch genauso viele Kosten verursachen und auch genauso viele Tupel ausgeben, wie eben ein Kreuzprodukt. In der Praxis ist das eher selten, da durch diesen Join und dieses Prädikat, das hier gewählt wird, eine sinnvolle Teilmenge des Kreuzproduktes eben herausgefiltert wird oder herausgesucht wird. Und wenn diese Teilmenge recht klein ist und das Prädikat auch sich auch noch gut verhält, also in dem Fall ein sehr einfaches Prädikat ist und eine Gleichheit, dann können wir dann eben Algorithmen benutzen, zum Beispiel basierend auf Sortierung oder Hash-basierte Algorithmen zur Implementierung, die eben sehr effizient sein können. Dann haben wir hier zwei verschiedene Bäume, links und rechts. Ich trenne die beiden mal, damit man es einfacher sehen kann. Wir sehen hier, ein Unterschied ist, dass wir auf der rechten Seite diesen Join so umgestellt haben, oder diese Join-Reihenfolge so umgestellt haben, dass wir hier zuerst diese Tabelle Professoren mit der Tabelle Vorlesungen joinen. Und zwar haben wir hier aber auch noch das Prädikat P.Name gleich Sokrates heruntergeschoben. Das heißt, was hier rauskommt, ist sehr, sehr klein. Und sehr kleine Tabellen lassen sich sehr einfach joinen, also verknüpfen, sodass dieser Join hier sehr, sehr, sehr günstig ist im Sinne von der Verarbeitung, aber auch in der Anzahl der Zwischenergebnisse, die dieser Join liefert. Das heißt, wir haben hier einen guten Start. Es ist immer gut, mit kleinen Relationen zu beginnen. Und hoffentlich ist dann die Sequenz hier, diese Join-Ordnung, auf der rechten Seite günstiger als die auf der linken Seite. Diese Optimierung, genauso wie die regelbasierte Optimierung, findet natürlich statt, bevor ich die Anfrage ausführe. Und ich hoffe, dass meine Modelle so gut sind, um eben diese Kosten, diese Größen von Join-Ergebnissen und so weiter akkurat abzuschätzen. Nur dann funktioniert natürlich auch so eine Optimierung der Join-Reihenfolge. Ein paar von diesen regelbasierten Optimierungen, insbesondere das Aussplitten und Untenschieben von Selektionen, sind natürlich unabhängig von irgendwelchen Datenverteilungen. In diesem Fall hat das funktioniert. Wir sehen hier verschiedene Zwischenergebnisse angegeben und auf der rechten Seite sind die wesentlich geringer. Das heißt, wenn der Optimierer hier diese Kosten richtig geschätzt hätte, beziehungsweise wir sehen ja die Kosten hier, in dem Fall sind es auch die Kosten, die aus den Beispieldaten hervorgehen, dann ist der Baum auf der rechten Seite günstiger in der Ausführung als der Baum auf der linken Seite und wir hätten hier durch diese Neuordnung der Join-Operatoren einen Gewinn
gebracht. Einführen und Herunterdrücken von Projektionen ist in diesem Beispiel nicht enthalten. Damit diese Optimierung der Join-Reihenfolgen und auch andere weiterführende kostenbasierte Optimierungen funktionieren, braucht man natürlich ein Kostenmodell, das es erlaubt zu sagen, wann ein Ausführungsplan günstiger ist als ein anderer Ausführungsplan. Natürlich sollte das so sein, deswegen auch hier dieser Comic, natürlich sollte es so sein, dass die Analyse, welcher Plan besser ist, A oder B zum Beispiel, immer noch die Kosten der Ausführung von A oder B nicht übersteigt. Also in diesem Comic sehen wir, dass allein das Nachdenken, was besser ist, A oder B, länger dauert als A oder B auszuführen. Das heißt, die Optimierung würde nie in diesem Falle irgendwelchen Gewinnen zwischen A oder B die übersteigen. Das heißt, in dem Fall würde es gar keinen Sinn machen, hier was zu optimieren. Also Optimierung muss sehr effizient sein, sehr schnell sein, muss nicht mehr perfekt sein. Man hofft aber am Ende, dass man einen guten Plan herausbekommt. Kostenbasierte Optimierung ist nicht nur das Betrachten von den Zwischenergebnissen bei der Join-Order-Optimierung, sondern da gehen auch eine ganze Menge andere Dinge rein, insbesondere auch die Betrachtung von komplexeren Kostenmodellen wie Histogrammen oder Kalibrierungen anhand der CPU oder Hardware, die benutzt wird und so weiter. Das heißt, wir haben eine Menge von Faktoren, diese spielen alle eine Rolle und am Ende, wenn wir so einen Ausdruck der relationalen Algebra einbringen, bekommen wir für diesen Ausdruck, also so einen Anfrageplan, eben die Kosten und können dann am Ende hoffentlich einen günstigen Plan nehmen. Es ist dabei nicht so wichtig, dass wir den günstigsten erwischen, es sollte nur kein schlechter Plan sein. Das heißt, man sollte einen guten Plan finden, auch wenn man oft nicht garantieren kann, dass man wirklich den optimalen Plan erwischt. Weil eben die Anfrageoptimierung auch eine gewisse Komplexität hat, man natürlich nicht extrem lange optimieren möchte, sondern möchte ja eigentlich die Anfrage ausführen, ohne zu viel Overhead in der Optimierung. Was Sie hier sehen, sind verschiedene Faktoren, die eingehen in so ein Kostenmodell. Zum Beispiel haben wir ja hier Attributverteilungen, wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich hier die Semesteranzahl habe von meinen Studierenden und ich weiß, dass sehr viele Studierende hier so in den ersten, sagen wir mal, 8 Semestern sind und hier hinten ist irgendwie 17. Semester, dann sehe ich, wenn ich anfrage, wie viele qualifizieren sich denn, wenn ich eine Anfrage habe, gibt mir alle Studierenden zurück, die im Semester kleiner als 4 sind, dann hätte ich dann dementsprechend hier die 4, würde dann schauen, na, das sind irgendwie hier 25%, die ich zurückbekomme. Wenn ich eine Anfrage habe, wie viele sind im Semester größer als 8, dann muss ich dann den Bereich betrachten, der sich hier befindet, hier oben. Das sind dann sehr wenige. Und so kann ich jetzt hergehen und mit solchen Verteilungen, in dem Fall ist das eine kumulative Verteilung, kann ich jetzt hergehen und gucken, was die Anfragen kosten, im Sinne von wie viele Tupel sich qualifizieren. Natürlich geht auch ein, wie viele Tupel habe ich in einer Tabelle, also wie groß sind die Tabellen, nimmt man auch Kardinalitäten von der Datenbank oder Datenbankrelationen. Ich muss betrachten, wie viele unterschiedliche Attributwerte ich habe, werden wir gleich noch benutzen. Und natürlich hat man noch Informationen wie, welche Indexe existieren denn in meiner Datenbank, sodass das Kostenmodell auch gucken kann, dass eventuell die Kosten günstiger sind, wenn ich so einen Index anwenden kann. Clusterungsinformationen haben wir jetzt nicht im Detail drüber gesprochen, aber es macht einen Unterschied, wenn ich einen Baum habe und der Baum folgt der Ordnung der Datei von den Blöcken, wo die Tupel drin liegen, oder folgt eben dieser Ordnung nicht. Das heißt, man hat einen Clustered-Index oder einen Nicht-Clustered-Index und je nachdem, was man für Anfragen hat, ist der eine eben nicht gut geeignet für Bereichsanfragen, also der Clustered-Index, wohingegen der Nicht-Clustered-Index ist nicht gut für Bereichsanfragen. Es ist dann besser, wenn man einen Clustered-Index hat, weil man hier so schön die Ordnung lesen kann von der Festplatte, aber diese Sachen werden wir hier in der Vorlesung auch nicht im Detail besprechen. Aber da fließen eine ganze Menge an Aspekten ein. Was wir nun betrachten möchten, ist Selektivitätsschätzung. Das heißt, wir haben eine Anfrage,
Wir haben Kenntnis über die Relation in der Datenbank und wir möchten jetzt wissen, wie viele Tupel qualifizieren sich am Ende für das Ergebnis. Andere Frage wäre, wie viele Tupel fallen das Zwischenergebnis an? Natürlich sind diese beiden Fragen sehr verwandt. Denn wenn ich so einen Operatorbaum habe mit verschiedenen Relationen, S und R und verschiedenen, in dem Fall Join-Operatoren mit verschiedenen Eingaben, dann kann ich natürlich hier oben berechnen, wie viel hier rauskommt. Ich kann aber auch berechnen, wie viel hier rauskommt oder da rauskommt, wie groß S ist und wie groß R ist und so weiter. Das heißt, Selektivitätsschätzung betrachtet eben, was hier in diesem Anfrageplan so an Tupel anfallen. Was wir dazu brauchen, sind Annahmen über die Daten in den einzelnen Relationen. Entweder generische Annahmen über die Selektivität der genutzten Prädikate oder konkrete Datensample und so weiter. Wir betrachten hier Selektivitäten. Und dann anhand von diesen Annahmen können wir dann schätzen, was am Ende so mit einem bestimmten Operator hinten als Ergebnismenge rauskommt, wie groß die ist. So, konkret haben wir folgende Notation. Wir haben eine Relation R und wir beschreiben mit T von R die Anzahl der Tupel innerhalb der Relation. Mit V von R, A bezeichnen wir die Anzahl der verschiedenen Attributausprägungen für Attribut A in Relation R. Also wenn ich zum Beispiel eine Tabelle habe mit Professoren, da sind irgendwie 100 Tupel drin, dann ist T von R ist dann 100. Und wenn ich dann V von dieser Professorentabelle, Name habe, also Nachname habe, dann könnte zum Beispiel irgendwas rauskommen wie 83. Das heißt, ich habe 83 verschiedene Nachnamen in meiner Tabelle von 100 Professoren. Ich kann natürlich diese verschiedenen Werte, diese Distinct Values, auch berechnen für mehrere Attribute zusammen. Das schreibe ich dann in der Notation eben als Folge von diesen Attributen A1 bis AN hin. Die Frage ist jetzt, wie groß ist das Ergebnis? Wie viele Tupel fallen dazwischen im Ergebnis an? Hier ist eine sehr einfache Anfrage. Das ist die Selektion mit dem Prädikat a gleich 13434 für die Relation R. Wie viele Tupel würden wir da erwarten? Also wir haben diese Relation R. Da gibt es offensichtlich ein Prädikat oder ein Attribut A. In diesem Attribut stehen Zahlen drin. 1, 205, irgendwas, ja. Und wie viele kommen jetzt hierbei raus? Die Idee ist, dass wir hier oben mit diesen Annahmen arbeiten. Das heißt, wir kennen T von R und auch V von R, A. Das heißt, ich habe durch dieses V von R, A die Anzahl verschiedener A-Werte. Und wenn ich weiß, dass eben in diesem R, sagen wir mal, 75 verschiedene A-Werte drinstecken, dann habe ich von diesen 100 oder von diesen T von R vielen Tupeln, habe ich ja nur einen A-Wert jetzt hier, den ich herannehme zum Selektieren. Das heißt, ich habe von diesen T von R vielen Tupeln 1 geteilt durch 75 viele sich qualifizierende Ergebnisse. Ja, noch ein einfaches Beispiel wäre, wenn ich hier sage, ich hätte hier gerne, der Rang der Professoren muss C4 sein. Ich weiß ja, ich habe C4-Ränge in den Professoren, ich habe C3-Ränge und C2-Ränge und natürlich habe ich mehrere Professoren mit C3 und C2. Aber wichtig ist eben, dass ich hier in dieser Spalte Rang eben drei verschiedene Werte habe. Das heißt V von Professoren, Rang wäre 3. Und wenn ich jetzt eine Anfrage habe, selektiere die, wo Rang gleich C4 ist, wo C3 ist, von dieser Professorentabelle, naja, und keine anderen Annahmen habe, wie viele bekomme ich denn für diese Anfrage heraus? Naja, es gibt drei Ränge. Und ohne Annahmen zu machen, ich gehe von Gleichverteilung aus, das heißt, es gibt ein Drittel mit Rang C2, ein Drittel mit Rang C4, ein Drittel mit Rang C3. Das heißt, ich habe hier am Ende habe ich ein Drittel
der Größe der Relation als Ergebnisse. Das ist die Idee hinter Selektivitätsschätzung. Allgemein bezeichnet Selektivität den Anteil der Tupel, die aus einem Operator herauskommen, basierend auf der Annahme, dass man die Größen der Eingaberelationen kennt. Hier nochmal dargestellt, was das für unser allgemeines Problem bedeutet. Also ich habe eine Selektion, wo a gleich einer Konstante ist. Und am Ende habe ich, wie wir das zuvor schon gesehen haben, eben t von r geteilt durch diese Anzahl der verschiedenen Werte für Attribut a. Beispiel vorher war das ein Drittel mal Professorengröße oder eben ein 75stel mal Professorengröße, je nachdem, was wir hier für Attribute betrachten. S ist natürlich hier der Name dieser Anfrage. Wir wissen ja, dass ein relationaler Algebra-Ausdruck auch wieder eine Relation ist. Also man kann das dann so schreiben, dass t von s eben t von r geteilt durch v von r, a ist. Oder t von r mal 1 geteilt durch v von r, a, wie ich das zuvor hingeschrieben hatte. Und das gilt nur, wenn ich sonst keine Möglichkeiten habe, eine clevere Schätzung zu machen. Hier gehe ich davon aus, dass diese Werte für a zufällig, also gleich verteilt, aus allen möglichen Werten von a gezogen werden. Ich habe natürlich auch Anfragen der Form, wähle die Tupel aus, wo Attribut a kleiner ist als c. Was kann ich dann machen? Ich habe keine Informationen über die Konstante c und auch nicht über irgendwelche Verteilungen von a. Also ohne irgendwelche Annahmen könnte man sagen, naja, ich selektiere hier bezüglich kleiner, strikt kleiner. Ich sage einfach mal, dass sich die Hälfte der Tupel qualifiziert. Das wäre so eine ganz grobe Schätzung, aber ohne Annahme von weiteren Informationen ist es das Beste, was man machen kann. Aber die Intuition sagt, wenn ich so eine Anfrage schreibe und ich möchte die Tupel haben mit Attribut a kleiner als eine Konstante, dann wähle ich normalerweise immer weniger Tupel aus, als ich Tupel nicht auswähle. Das heißt, eine bessere Schätzung wäre, dass man nur ein Drittel der Tupel auswählt und nicht wie hier in dieser ersten Schätzung ein Halb. Wie gesagt, wir wissen nichts über die Attributverteilung. Wir wissen nur, dass wir hier eine Ungleichheit haben, also hier oben eine Gleichheit haben. Und insbesondere bei der Ungleichheit weiß man noch weniger als hier oben bei der Gleichheitstest. Hier kann man nur sagen, nur schätzen, dass man ein Drittel ungefähr zurückliefert. Das heißt, wenn ich so einen Baum habe, so einen Anfrageplan habe, habe eine Relation mit einer Selektion und sage, wer a kleiner als 17, dann nehme ich einfach an, dass hier oben ein Drittel von den Tupeln aus r als Ergebnis ankommen. Natürlich könnte ich das viel besser machen, wenn ich nämlich eine Verteilung habe von diesen a-Werten, irgend so eine oder eine kumulative Verteilung. Dann könnte ich hier ziemlich genau abschätzen, wie viele Werte für 17 herauskommen. Das werden wir später sehen, wenn wir über Histogramme reden, wie man hier eine bessere Schätzung hinbekommt.